Da lang geht's also. Da war man schon. Was haben wir hier so? Okay, da kommen wir auch wieder drauf. Nein, ich will nicht in die Walze. Sie dürfen noch gar keinen Müll mehr haben, wenn es Weg gibt. Ich weiß, es wird gut. Ruhe speichern. Tja, ich glaube, wartet man schon. Ja, das war doch jetzt zu erwarten. Boah, ach, da ist Harry. Ja, natürlich. Meinen ganzen Müll macht man ins Lager. Oh, oh, oh. Lad nach. Mehr haben. Schon wieder ein Ladebildschirm, Alter. Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag hier. Ich bin schon ein bisschen müde, aber ein bisschen aufnehmen kann man ja immer mal machen, wa? Trinke ich halt nochmal was. Falls irgendwer von euch weiß, wie man Shortcut machen kann, dass das Mikrofon automatisch ausgeschaltet wird, bitte melden, weil ich will es nicht immer hochklappen. Strom. Ich sag einfach nichts dazu und ich habe auch nichts dazu gesagt. Ja, das nennt man Aufräumen. Und das nennt man Vibrator. Wo hängt denn ein Kabel dran? Irgendwie. Ach, was ist das? Kiste, danke. Ah. Leicht. Tja, mein Freund, deswegen ist mir niemals durch Blöd gegangen. Oh, ein neuer Abschnitt. Ich will manchmal echt nicht verzweifeln. Ich muss mal öfters einen Quicksave-Button drücken. So. Hier für euch. Hat irgendwer überlebt? Nein. Gut. Da haben wir noch den Schuss. Was mach ich jetzt da rein? So, das.
gehen, dann speichern. Ich glaube, den Soundtrack mag ich ganz gern. Fragwürdige Ethik. Oh Gott. Den habe ich gar nicht gesehen und jetzt habe ich ihn einfach vergast. Moment, ich will mir ihn immer noch mal anschauen. Typisch deutsch. Hahaha. Was bauen die hier bitte schön? Ja. So, du wirst jetzt schon vergast. Ist böse gewesen. Was noch mal böse Kinder? Genau das. Tschüss. Deswegen immer artig sein. Das sind Supermonitore. Die habe ich auch daheim. Die laufen, selbst wenn sie 500 Kilometer weg sind von ihrem eigentlich ein Anschlusscomputer. Gib dem Gordon das Knöpfe zum Spielen. Er wird alles vergessen. So viele Knöpfe. Was soll ich machen? Ich nehme schnell als Weg. Vermutlich hier durch. Schicke Warteraum. Was anderes als wir hatten. In unserem Sektor. Oh Gott, war es Sektor C war es, gell? Ich glaube, es war Sektor C. So. Was sind das für Teile? Sind das Krebs? Das könnten echte Krebs sein. Oh. Oh. Was auch immer das war. Warum auch immer wir jetzt hier rein dürfen. Wir waren halt immer ein Spielkind, deswegen sind wir auch versucht, Laboraffe geworden. Oh. Labor, gehen wir mal zu Labor. Ich hab mich nicht versteckt, nein, nein. Kann man da über was reinmachen? Ne, kann man gar nicht. Okay, wir lassen es schon mal da liegen. Wahrscheinlich geht es nämlich das Vorgleich hoch. Ballerklappe.
So habe ich eben meinen. Jetzt brauche ich immerhin mal keine Muni. Ein Spieler kann leben, haben einen Bogen, ich brauche von dem keine Muni. Da war doch der G-Man gerade, oder? Ja, natürlich. Wo ist Z? Der ist doch überall. Der beobachtet uns. Jetzt mal Feier und ist gut. Jetzt läuft er weg. Im spannendsten Teil läuft er weg. Die haben ja auch viel geile Bildschirme, ne? Die haben den. Oder Flat Screen, also TFT. Die kennen es wohl schon öfter, schon länger, nachdem sie es jetzt gelegt haben. Bäh. Böse. Kommen wir immer nicht mehr rein. Ich könnte mir vorstellen, das Glas oder so. Ich kenne das Spiel doch. Hat man irgendwas? Ne, in der Tasche. Naja. Herrentoilette. Da kann doch nichts passieren. Also, da kann einem fast nichts passieren. So reparieren hier. Aber da ging es auch weiter im Gang. Aber nicht für uns. Für uns gibt es immer nur einen einzigen Weg, den wir laufen können. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, fällt mir gerade so auf. Aber hier ist echt wenig los. Ich mache mir gerade voll in die Hosen. Hey, hey, buddy. Hey. It ain't no good up there. It's all sealed off. Okay. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. Du kannst du? I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere in the labs. Okay. Maybe with the both of us looking, we can track them down and get them to let us out of here. Wäre durchaus möglich. Ich frag dich gleich, wenn du kannst. Oh, ich will Cola Bula und eine Toilette. Was für geile Fotos die hier haben. Das ist echt geil. Bin ich voll nicht neidisch drauf. Ich finde mich unsere viel geiler und im Zeug. Das ist nicht voll scheiße. Ich brauche keinen Mensch. Boah, die haben sogar Server. Will ich auch haben. Naja. Dann kommst du mal mit. I'm ready. Let's do this before I lose my nerve. Ja, das, ich kann dich da gut verstehen. Bist du bewaffnet überhaupt? Ich hoffe es für dich. Puh, da passiert zu wenig einfach. Das tut mir leid, aber da passiert einfach zu wenig. Das läuft zu glatt gerade. Meine Nerven sind blank. Wenn auch irgendwas kommt, wie wir vorhin gesehen haben, die Headcrabs dazu gekommen sind. Es ist, als hätte Nick Bunyan mir wieder ein Trade-Offer gemacht, wo mir wieder irgendwas schenken. Ernsthaft jetzt? Engine Error out of memory? Nun. In dem Fall. Eine ungeplante Aufnahmepause. Und wir sehen uns vielleicht morgen bei der nächsten Aufnahme. Das heißt, wir sehen das, was ihr heute seht, seht ihr wahrscheinlich eineinhalb Monaten. Ganz kurz.
Mal gucken, ich weiß nicht, wann ich das hochlade. Heute ist der 16. Mai. Vielleicht habt ihr Glück und ihr seht es schon im Juni. Vielleicht aber schon im Juli. Ich muss, glaube ich, mal ein paar extra Termine reinmachen, damit es ein bisschen schneller vonstatten geht. Naja, jetzt habe ich 45 Minuten endlich vollgelabert. Und damit habe ich jetzt wieder 3 Folgen aufgenommen. Ich sag Tschüss und haut's rein, ne?